Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik. Heute mal wieder diese Folge kurz allein, aber das werden wir schon durchstehen. Denn wir haben zwei Sachen vor uns. Wir müssen zuerst für Applied Energistics mal eine sinnvolle Energieversorgung hinstellen. Und wir hatten ja schon angesprochen, wir wollten die Biomasse in Biofuel umwandeln. Gehen wir zuerst mal kurz die Applied Energistics Geschichte durch, da wollen wir ein bisschen Energie reinstecken. Wir hatten uns da hinten einen Mass Fabricator hingestellt. Der hat uns ein bisschen UU-Meter hergestellt, das wir jetzt auch ganz dringend für diese ganze Geschichte brauchen. Wir bauen uns nämlich ein Hybrid-Solar-Panel. Das ist ein geniales Teil. Und das ist ziemlich umfangreich. Wie ihr seht, ich habe hier mal schnell 4 Project-Tables hingestellt, weil das so umfangreich ist und weil das sonst Ewigkeiten dauern würde, das Ding zusammenzubauen. Das Ganze fängt einfach an. Wir wollen uns ein Advanced Solar Panel bauen. Gut, ist jetzt alles nicht so dramatisch. Wir müssen ein Solar Panel bauen. Das kriegt noch jeder, glaube ich, hin. Wir brauchen diese Advanced Alloys. Können wir mal das Rezept schnell anschauen. Das haben wir ja schon mal gehabt. Mixed Metal Ingot. Der Advanced Machine Block ist auch nichts so Dramatisches. Advanced Circuit hat man schon. Das Reinforced Glass. Naja, gut, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Glas und Advanced Alloy, das kriegt man alles relativ gut hin. So, da kommt ein Advanced Solar Panel raus. Das nehmen wir uns einfach mal. Schwupp, das war Teil 1. Dieses Teil ist schon mal nicht schlecht, erzeugt uns, wenn ich das richtig im Kopf habe, 8 EU pro Tag, 1 EU in der Nacht. Und das ist schon mal sehr praktisch, auch bei regnerischen Tagen gibt es 1 EU. Hat einen internen Speicher von 32.000 EU und gibt uns maximal 32 EU aus. Ist schon mal nicht schlecht. Vom Rezept her, naja, ich sag mal, es geht. Jetzt kommt nämlich der Hammer. Das Ding bauen wir gleich mal um und pimpen das mal wieder. Um das zu pimpen, brauchen wir dieses komische Sunarium und genau dafür brauchen wir auch das Yuyumeta. Eine Sache zumindest davon. So, davon brauchen wir 2 Stück. Gut, hat jeder gesehen. Yuyumeta und Glowstone. Das. Okay. So, dann müssen wir uns aus dem Yuyumeta das Iridium bauen. Davon brauchen wir, lass mich nicht lügen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, glaube ich, waren das. Aber das kriegen wir zur Not auch so noch hin. So. Weil wir müssen uns jetzt nämlich... Schauen wir mal. Das müsste doch auch gehen. Nein, so nicht. Hier. Genau. Wir müssen uns nämlich diese Iridiumplatten bauen. So, die Iridiumplatten sind in den Ecken. Diese Teile. In der Mitte in Diamanten und dann hier die Teile hin. So, und davon brauchen wir auch 2. So, jetzt versteht er vielleicht, warum ich das schon ein bisschen vorbereitet habe. Denn jetzt kommen wir erstmal zum finalen Schritt, das Ding zusammenzubauen. Da brauchen wir wieder mal 2 Advanced Circuits. Wir brauchen einen Lapisblock. Und wir brauchen nochmal 2 Carbonplatten. War bisher noch nicht schlimm. Jetzt kommt noch so ein Advanced Solar Panel dazu, das wir uns gerade eben gebaut haben. Dann brauchen wir eine davon. Haben wir sogar eine zu viel gebaut? Oh, anscheinend ja. Na gut, aber die werden wir wieder demnächst brauchen. Ich glaube, von dem Teil werden wir uns nochmal irgendwann eins hinstellen. Ja, boah ey, wir haben ein Hybrid-Solar-Panel jetzt dastehen. Das ist eine geniale Sache. So, das nehmen wir. Was macht denn das rote Fläschchen hier? Na egal. Und stellen das mal draußen hin. Haben wir noch Tag? Ja, wir haben Tag. Passt. Hier haben wir schon mal vorbereitet. Wir haben uns gute Glasfaserkabel gemacht. Und da stellen wir das Ding jetzt drauf. Fump. Es regnet, deswegen wird das Ding sich sehr langsam aufladen. Und vor allem unten wird schon entladen, weil wir haben es schon mal an unsere Applied Energistics Geschichte angeknüpfelt. Okay. An der Stelle machen wir mal ein kurzes Päuschen. Hoffen auf besseres Wetter. Und dann schauen wir mal, was dieses Hybrid-Teil bringt, weil momentan ist es leider so, dass wir, wie wir hier sehen, keinen Zugriff drauf haben. Zumindest ab und zu haben wir es, aber es ist ein bisschen noch zu wenig. Wir kommen gleich nochmal dazu. Also, bis gleich.
So, wieder zurück. Wie wir sehen, das Wetter hat sich geklärt. Ah ja, was man hier noch sieht, wunderbar. Wir haben hier noch ein bisschen Terraforming betrieben. Ein bisschen umfangreicher, aber das ist okay. Weil wir bauen uns da noch ein bisschen mehr auf. Oh, da war noch so ein Kackstift in der Gegend gestanden. Den schauen wir uns auch gleich noch an, weil wir haben das letzte Mal einen kleinen Fehler drin gehabt. Den wollte ich mir nochmal angucken, aber egal. Wir sind jetzt hier erstmal bei einem Hybrid Solar Panel. So, wie ihr seht, das Ding lädt sich auf. Maximal 128 EU per Tick kann man da rausholen. Und generieren tut es 64 EU pro Tick. Das ist schon mal richtig cool. Hier unten könnte man da noch ein paar Sachen reinstecken. Brauchen wir jetzt im Moment nicht. Da können wir auch Sachen gleich aufladen. So, das Ding versorgt uns erstmal schön mit Energie. So, dann hatte ich gesagt, das letzte Mal kleinen Fehler unterlaufen. Es ging um diese Matten hier. Um diese Rubber-Matten. So, dann nehmen wir mal das Lab-Pack raus und das Chat-Pack rein. Und gehen hier mal auf Steigfahrt. Ups. Darauf will ich bitteschön. No, ich treffe das Ding nicht. Ist ja unglaublich. No. Jetzt aber. So. Wenn ich jetzt natürlich mit dem Jetpack auf dem Rücken runterspringe, ist das natürlich blöd. Also ziehen wir es ab. Mutig wie ich bin. Und Absprung. Dunk, dunk, dunk. Es funktioniert. Ha! Na, wunderbar. Also habt ihr das gesehen? Der einzige Fehler, den wir gemacht haben, war, drunter muss eine Lücke sein. Dann funktioniert das auch mit einem Nachbarn. Okay. In diesem Sinne haben wir noch eine Sache vorgehabt. Wir wollten uns noch... Wir wollten uns darum kümmern, aus der Biomasse Sprit zu machen. Biofuel. Dazu brauchen wir aus Forestry eine Kleinigkeit. Jetzt muss ich gucken, ein Sturdy Casing. Das war aber Bronze, das Sturdy Casing. Haben wir noch Bronze da? Ich denke aber schon. Bronze, jawohl, haben wir da. Das geht. Das ist kein allzu schlimmes Rezept. Also das, was wir gerade eben gebaut haben, das war eine ganz andere Hausnummer. Das hier ist ja jetzt Pille-Palle eigentlich. So, ein Sturdy Casing. Um dieses Sturdy Casing habe ich sie glücklicherweise noch einstecken, die vier. Sehr schön. Und ein bisschen Glas. Jawohl. Und schon haben wir unsere Still. Bumm, eine Still. Die Still gucken wir uns natürlich gleich mal unten an. Jetzt schauen wir mal, ich brauche noch etwas. Wooden Transport, Golden Transport, die ist es auch nicht. Cobblestone Waterproof Pipe. Da fehlen uns noch ein paar. Cobblestone Waterproof. Nein, haben wir keine da. Schade, müssen wir uns gleich noch ein paar machen. Haben wir Cobblestone am Mann? Nö. Haben wir Gummi am Mann? Nö. Dann müssen wir uns dann mal noch schnell ein paar Kakteen reinziehen. Wisst ihr was? Ich mache uns schnell ein paar Cobblestone Waterproof Pipes und dann bin ich gleich wieder zurück. So, wieder zurück. Wir haben alles auf der Tasche. Und jetzt schauen wir uns das hier mal genauer an. Also, hier kommt das Zeugs an. Die Biomasse. Die leiten wir weiter über eine Cobblestone Waterproof und über... wie machen wir das? Führen wir es mal nach oben. Ne, das ist nicht schön. Machen wir es so. So, hier machen wir die Cobblestone Waterproof hin. Bis hier hin. Genau, das sieht gut aus. Hier machen wir unsere Still hin und oben kommt noch die Golden Conductive hin. So. Das sieht auch cool aus. So, jetzt gucken wir uns an, was das Ding macht. Okay. Das heizt auf mit der Buildcraft-Energie. Füllt sich langsam hier mit der Biomasse und die Biomasse wird hier weiterverarbeitet. So. Jetzt haben wir noch ein kleines Problemchen. Da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hin, aber das kriegen wir. Denn hier... Komm her. Genau.
Da müssen wir eine Wooden Waterproof hinsetzen und ein Gate. Aber das kennt ihr ja schon. So, und jetzt heißt es hier Liquid in Tank. Liquid in Tank. Energiepuls, also Pumpen. Und da sehen wir schon, oh, da kommt schon raus, da kommt schon raus. Wir haben dann hier hinten einfach nur noch eine wasserdichte Leitung gelegt. So, schauen wir mal. Also er pumpt und pumpt und pumpt rein. Das Ding ist noch nicht voll, aber das macht nichts. Das kann ja ruhig langsamer laufen. Jo, das sieht gut aus. So, dann schauen wir mal nach unserem Lavatank. Im Moment gut. Und jetzt müsste das eigentlich hier langsam, aber sicher. Die Leitung ist ein bisschen länger. Ah, da kommt es tröpfchenweise an. So, natürlich ist das jetzt bei dem Tank ein bisschen lächerlich. Noch, denn 90, 93, das dauert ewig. Aber da der Server, auf dem wir hier spielen, permanent läuft, ist mir das ehrlich gesagt wurscht, wie schnell das geht. Der kann jetzt erstmal in Ruhe seinen Tank hier füllen. Und das tut er auch. Wir haben jetzt hier schön noch Biomasse im Vorrat. Das wird von ihm hier verarbeitet als Energie. Die Energie speisen wir hier rein, um Biofuel zu machen. Gleichzeitig speisen wir damit die zwei Maschinen hier. Und gleichzeitig speisen wir auch noch unsere Farm. Boah, da ist aber unserem guten Biber Putzimann was Gutes gelungen. Das müssen wir auch noch gleich zeigen. Schauen wir nochmal ganz kurz. Jawohl, füllt sich langsam, aber stetig. Na, hier ist noch ein bisschen dunkel. Ich glaube, da muss ich noch was einbauen. So. Da fehlt noch ein Lämpchen dann. Na, komm rauf. Genau. Wir haben ja erzählt, dass wir hier mittels Forestry und den Bienchen und den Bäumchen ganz tolle Sachen machen kann. Und ein Züchtungserfolg hier, Kirschbäume. Und da haben wir gleich noch ein paar mehr andere Sachen erwischt. Ja, wir brauchen wieder Erde zum Nachfüllen. Wir haben Sherry, also Kirsch. Kapok Saplings, keine Ahnung was das ist. Silverlime, Mundane, Teakholz und noch ein bisschen Apple Oak Saplings reingesetzt. Und die werden jetzt wunderbar von den Bienchen bestäubt. Da kommen ab und zu noch mal ein paar andere Sachen raus. Und wunderbar, aber wisst ihr was? Wir füllen jetzt hier nochmal als letzte Tätigkeit für heute noch ein bisschen die Erde nach. Müsst ihr eigentlich von unserem ganzen Terraforming noch ein bisschen was übrig sein. Jawohl, das passt. So, das setzen wir jetzt da noch rein und dann ist für heute aber auch Schluss. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt schon mal ein vergnügliches Abendchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare unten rein. In diesem Sinne wünsche ich euch bis demnächst und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!